Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Icarus. Wie letzte Folge gesagt, war ich nochmal an unserem Standpunkt, also an unserem Standort für die elektrischen Bohrer und hab die verkabelt. Hab nochmal ein bisschen Silizium mitgebracht und würde einfach heute gern mit euch, ja, wir können uns mal die Bienenstöcke angucken. Obwohl, nee, Quatsch, den Bienenstock können wir uns gar nicht angucken, ne? Ich habe gesagt, dafür brauchten wir ja 10 Honigwaben. Die können wir gar nicht machen. Okay, schade. Dann fangen wir vielleicht an mit dem Hausbau. Oder? Das war eigentlich auch eine ganz coole Idee. Noch ein bisschen was hergestellt, dafür haben wir ja schon. Und da können wir zumindest schon mal loslegen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich diesen Standort da nehmen. Ja, da sind wir halt auch direkt am Wasser. Oder wir nehmen uns hier irgendwas. Aber wobei ich das hier, obwohl es schon cool wäre, so ein Fluss. Na, doch, okay, komm, das machen wir. Also hier so ein Fluss, quasi durch, der durchs Haus fließt. Ich muss mal gucken, ob es Glasböden gibt. Aber ich denke mal schon, ne? Das wäre doch cool. Ich merke gerade, ihr seht gar nichts. Das wäre doch mega cool, oder? So ein Glasboden. Dann der Fluss da drunter und durch. Oder? Oder? Das hat was. Dann will ich nur mal kurz den Spot hier angucken. Weil dann haben wir auch Wasser in der Nähe. Wir haben Strom in der Nähe. Also wir könnten uns dann noch so ein paar Wasserräder bauen vielleicht. Ich müsste hier halt ein bisschen Platz schaffen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich denke mal, Platz ist... Platz schaffen, das kriegen wir hin. Ja, hier die großen Steindinger müssen halt weg. Ja. Hier diese Steinbrocken. Entschuldigt. Oh, meine Nase juckt gerade. Wie verrückt. Oxid muss weg. Steinbrocken müssen weg. Genau, wir roten jetzt einfach. Also wir machen jetzt alles quasi plan für unser Häuschen. Unser neues Häuschen. Ja, das heißt, wir müssen heute viel hacken, viel abbauen. ja, ich hoffe, die Folge wird nicht zu langweilig. Aber wie gesagt, ich will das mal hier ein bisschen was loswerden. Hier Stöcke, Steine. Das kann eigentlich alles weg. Bärenbüsche. Normale Büsche. Alles weg hier. So. Hier ist noch ein Wolf. Halt die Klappe. Du störst meine Ruhe. Du auch. Ja, ihr wisst, ich kann es einfach nicht lassen. Diese Steinbrocken, hier könnt echt, wie gesagt, also ruhig mal diese 1% Chance triggern, dass die sofort wechseln mit einem Schlag. Da hätte ich nichts dagegen. Ah, perfekt. Da war sie. Da war sie. Ich könnte natürlich mein Terrenos mitnehmen. Da könnte ich zumindest immer mal was abladen. Ich weiß gar nicht, fressen die auch Waldbeeren? Ich
fressen die auch Waldbeeren? Das weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden. Schmeißen sie einfach mal rein. Oh, ich habe, glaube ich, gesehen beim letzten Mal füttern, die fressen immer Zehner. Ah, nee, doch nicht. Okay. Die fressen doch keine Zehner-Stacks. Aber Waldbeeren fressen sie anscheinend auch. Weil alles, was die, glaube ich, nicht fressen, das kann man da gar nicht reintun. Gut. Lampe können wir ausmachen. Stein. Kommt das mal hier rein. Ein bisschen Oxid haben wir. Ich könnte hier, glaube ich, Oxid mal wieder auffüllen, ja. Das kommt da rein für Biosprit. Mal gucken. Ist auch fast voll. Lass mal das mal rausnehmen. Ich glaube, das kann ich auch langsam wieder einschmelzen. Ja, ist eh aus. Ja, weil ich hatte noch mal ganz kurz Pause gemacht. Zwischendurch. Terrenos wollte ich mitnehmen. Mein Kasimir. Doch, sieht eigentlich schon ganz gut geräumt aus hier, ne? Ist doch nicht ganz so viel zu tun, wie ich dachte. Kommt da natürlich ein bisschen drauf an, wie groß wir bauen am Ende. Aber ich denke mal, so platzmäßig ist das hier schon echt gut. Ich glaube, mit Beton kann man auch relativ hoch bauen. So. Holzkohle. Da könnt ihr mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie hoch man dann am Ende damit bauen kann. Doch, das ist schon eine coole Ecke hier. Wir müssen nur mal gucken. Ich glaube, wir müssen vom höchsten Punkt aus... Sollten vom höchsten Punkt aus anfangen. Und... Entschuldigung. Okay, hat keiner gesehen. Genau, wir sollten vielleicht vom höchsten Punkt aus anfangen zu bauen. Und dann weiß ich noch gar nicht genau, wie wir das machen. Also ich hätte gerne so den Eingangsbereich, ne, wenn man reinkommt. Oder machen wir das in die Richtung? Was haben wir denn? Also in die Richtung haben wir natürlich unsere ganzen, also diese Spots. Aber ich denke mal, das könnte man auch alles verlagern nach eher so Richtung südlich, sodass man quasi, dass wir quasi nur noch in diese Richtung ausreiten. Kupfer hatten wir hier auch irgendwo. Das wäre aus dem... Oh. Aus dem Grund schon ganz praktisch. Also. Lass das in Ruhe. Und du? Lasst mein Moor in Ruhe. Habt wohl einen Schuss nicht gehört, oder was? Hier ist was los, ey. Genau, und dann werden wir dann auch einen richtigen Stall bauen. Also mit Tür und so weiter. Damit unsere Tiere dann halt auch einfach geschützt sind. Gut, dann würde ich sagen, wir haben... ein bisschen Fleisch. Das Rumpsteak kann im Prinzip hier rüber. Das normale Fleisch kommt hier drauf. So, vielleicht mal ein bisschen. Oh, ich habe ja Holz dabei. Gerade ein Baum gefällt. So. Das Holz kommt da rein. Leder können wir hier reinpacken. So.
Holzkohle und Knochen bleiben eigentlich hier drin. Die können ganz raus. Ich kann nochmal gemahlene Knochen machen. Einfach schon mal anwerfen. Stöcke, verfaultes Fleisch, das kommt alles da rein. Prima. Prima. So, nehmen wir... Die Sachen sind schwer. Die Sachen sind echt schwer. Lauf, 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 lauf. Ja, jetzt werden hier doch eine ganze Menge Tiere angelockt. Hätte ich vielleicht überdenken sollen. Aber was soll's. Genau, und wir machen das dann wahrscheinlich auch gleich aus verstärktem Glas. Ich weiß ja nicht, wie stabil normale Glasböden sind. Ich meine, wir können es ausprobieren. Oder ist das mit Wasseranschluss automatisch immer verstärktes Glas? Genau, also ich würde vielleicht so den Eingangsbereich in diese Richtung machen. Ne, dass wir dann immer in diese Richtung ausreiten. Das heißt, bis hierhin können wir auf jeden Fall normale Betonplatten benutzen. Vielleicht bis hier so hin. Das sieht schon fett aus. Ja, das wirkt schon ganz anders. Blau. Blau. Okay, ich will mal gucken. Ich mache ja trotzdem ab und zu mal so einen Pfeiler drunter. Ich weiß nicht genau, wie viele man braucht. Na. Oder ob es reicht, wenn ich das nicht in die Mitte nochmal mache. Denn es ist grün, das ist ja okay. Ich meine, blau wäre mir schon lieber, ne? Logischerweise. Aber wenn ich hier einen drunter setze, passiert auch nichts weiter. Okay. So, stimmt, das war ja auch so, ne? Die werden ja nicht stabiler, indem ich was drunter baue. Ne? Das war doch so, glaube ich. Also, was ich damit sagen will, ist, also wenn das jetzt grün ist, dann wird das nicht blau, indem ich da drunter eine Säule setze. Ne? Habe ich das richtig verstanden? So, dann mache ich das Ganze hier nochmal. Hier und hier. Und hier hinten reicht es ja dann auch, wenn ich das... Kann ich hier vielleicht noch einen drunter setzen. Ja, so, dass wir immer quasi den mittig haben. Gut. Haben wir doch schon mal eine solide Grundfläche. Würde ich sagen. So, wie geht's jetzt weiter? Also hierüber möchte ich auf jeden Fall gerne Glas. Also, dass wir quasi so einen Glaseingangsbereich haben. Und zwar... Hier so. Ja, dann könnte ich nämlich auch noch zwei Dinge vorne dran setzen. Und ab da dann Glas, genau. Gut, ich, oh, wir haben hier noch ein bisschen was. Ganz vergessen runterzunehmen. Upsala. Das kann passieren. Aber Silizium ist gut. Ne? Mensch. Hier auch noch was drauf? Oh ja, Stein. Okay. Gut. Was man nicht einfach so findet, wenn man einfach mal hier reinguckt.
Das Fleisch brutzelt noch. Exakt. Gut, dann... Oh, ein bisschen was rausschmeißen. Stein. Silizium. Aluminium kann man einschmelzen. Aluminium kann man einschmelzen. Da schmilzt auch noch eine ganze Menge ein. So, hier haben wir noch Kupfer. Ja, Aluminium. Titan, Kupfer ist fertig. Kupfer wurde auch noch ein bisschen produziert. Das heißt, ich mache hier einfach nochmal ein paar. Ein paar Drähte. Genau. Und. Was hatte ich jetzt noch? Ach, die Titanblöcke. Genau, die wollte ich noch rausschmeißen. Haben wir 47. Ist jetzt auch immer noch nicht so viel. Ich wollte eigentlich noch mal Beton anschmeißen. Was haben wir denn hier noch drin? Wie viel Beton brauchten wir? Genau, Baumharz ist dabei. Eigentlich nur Stein und Silizium. Ich will noch mal gucken. 4 Silizium. Doppelt so viel Stein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 100, 200, 300, 350, sagen wir mal 375 und das Doppelte wären dann 750 Steine. 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Brauchen wir tatsächlich nochmal Baumharz. Und schmeißen das an. So, reicht mein Baumharz, ja? Okay, dann habe ich mich irgendwo verzählt. Dann habe ich mich irgendwo verzählt. Gut. Wegen Glas wollte ich gucken. Glas. Ne, es gibt nur Glaswände, oder? Glashälften. Ach doch, hier, Glasboden. Eisenbahren, Epoxid und Glas. Okay, Glas, Glas, Glas. Glas haben wir hier. Und 20 pro... Oh, ich habe aber... Oh, Glasdächer habe ich sogar. Ach, das sind aber die einfachen. Das sind die einfachen, ne? Gut. Gut. Das sind die einfachen. Das waren nicht die verstärkten. Und die möchte ich natürlich nicht haben. So, Glasböden. Da müssen wir erstmal gucken. Ich würde erstmal 4 Stück machen. Ob das reicht, darüber zu kommen. Haben wir. Das lasse ich mal hier. Nehmen nur die Böden mit. Und dann schauen wir mal, ob das ausreichend ist. Ah, die Betonteile sind schon echt schwer. Schon wieder irgendwo ein Wolf. So. Das ist grün. Hä? Glasboden? Das ist aber dreckiges Glas. Das ist aber dreckiges Glas. Kann man ja gar nicht durchgucken. Einmal da. Das ist halt tatsächlich ein bisschen fuckelig hier. Ja. Also ich mach das jetzt einfach auch nur drunter. Weil es halt schöner aussieht, finde ich. Wir brauchen tatsächlich noch 2. Vielleicht sogar noch mal 4. Vielleicht sogar noch mal 4 Glasböden. Das keine Raubtiere. Dann juckt's mich nicht. Dann juckt's mich nicht. Da kommt das erste Wetter-Event heute. Das können wir ausmachen. Das Fleisch nehmen wir mit. Kommt gleich hier rein. Genau, also wir haben gesagt, nochmal 4
Nochmal 4 Böden. Was brauchen wir dafür? Epoxid und Eisenbarren. Eisenbarren sind hier. Epoxid holen wir uns. Wenn wir dafür jetzt auch nochmal Epoxid brauchen, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal die Produktion anschmeißen. Zur Not mache ich nochmal eine Jagdrunde. Es macht mir einfach Spaß. Hier ein Stück haben wir gesagt. Genau. Stimmt, es gibt jetzt einfach nur noch Verstärkte. Okay. Und wir haben Stufe 45 erreicht. Wow. Ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wohin mit meinen ganzen Punkten. 13 Punkte. Hier waren wir bei Abenteuer. Weniger Wasserverbrauch. Das mache ich erstmal weiter. Solo hatte ich nix. Gut. Dann will ich wenigstens noch X die Teile da hinsetzen. 1, 2, 3, 4. Ist auch alles grün, ne? Das ist tatsächlich. Ich dachte, es wäre durchsichtiger. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, es wäre durchsichtiger. Kosten haben wir nicht mehr. Da bräuchten wir nochmal 2. Nochmal 2 Posten. Dann brauchen wir Treppen. Ich glaube, da reichen dann auch 2. Das ist fertig, okay. Gut, also wir brauchen 2 Treppen, haben wir gesagt. Da brauchen wir wieder Stahl, Armierungsstahl. Nehme ich jetzt einmal komplett mit. Wir brauchen 2 Treppen. Erstmal. Und noch 2 Posten. Gut. Ja, so viel Sturm ist jetzt nicht hier. Können wir ruhig rausgehen. Unsere Nahrungsmittel sind abgelaufen. Also nicht abgelaufen, aber unsere Buffs sind ausgelaufen. So. 2 Posten. Genau da einmal und einmal hier. Und einmal. Oh, ich glaube, ich hätte noch einen gebraucht. Ja, ich möchte den ja gerne da dran machen. Da drauf. Ist das hier? Vermutlich. Okay, das heißt, wir brauchen noch einen. Aber okay. Ich denke mal, das kriegen wir auch irgendwie hin. So, ich möchte gerne eine richtige Treppe haben. Ja. Und ja. Schön. Ich hätte es vielleicht sogar noch einmal verlängern können mit Beton. Mach das nochmal weg. Machen wir nochmal Beton dran. Und dann die Treppen. So. Perfekt. Es ist wirklich perfekt. Gefällt mir sehr gut. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das wird ein Riesengehöft, ne? Aber ein bisschen Dekadenz muss schon sein. So, das bedeutet allerdings, was brauchen wir denn als nächstes? Betonwände habe ich dabei. Könnte ich ja auch schon positionieren.
Ist jetzt halt die Frage, machen wir nach hinten raus? Ja, nach hinten raus machen wir das auch, oder? Also zumindest so einen kleinen Gang, wo wir dann, wo wir hier rüber können. Das bedeutet, wir machen hier eine Betonwand mit Türrahmen. Wie sieht die von außen aus? Okay. Ja, ich sag mal, das schicke Teil ist schon innen. Hier kommt ein Fenster rein. Ja. Hier kommt eine normale Wand hin. Und hier möchte ich gerne auch noch ein Fenster rein haben. Das Ganze möchte ich hier nochmal. Hier nochmal. Nee, hier nicht. Hier kommt ein normales Stück Wand hin. Hier kommt dafür ein Fenster rein. Hier dafür wieder nicht. Es nimmt Formen an. Jetzt hier vier. Da können wir, hier könnte man ein großes Fenster reinmachen. So eins. Falsche Richtung. So rum. Ja. Und hier noch normal. Und noch eine normale Wand. Sehr schön. Dann hier auch nochmal. Hier auch. Und hier. Genau, hier haben wir eine Tür, wo es dann darüber geht. Können wir auch wieder mit Glas bauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Betonboden. Ein Betonboden. Auch wieder 3 bis 4 Glasböden. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das produzieren können. Ein Betonboden. Ne, 2 Betonböden. 2 Betonböden. Mal gucken. 2 Böden. 1 brauchen wir auf jeden Fall noch davon. Obwohl, da brauchen wir dann sogar noch mehr davon. Ich mache mal noch 6. Eine Treppe. Und Glas. Und zwar 3 oder 4 hatte ich gesagt, ne? Machen das mal 3, weil das ist das Einzige, was wir noch produzieren können. Dann ist Glas aus. Und Glas konnten wir... War das nicht in der Schmiede? Nee. Ach doch, hier. Doch, Glas aus natürlich Silizium. Natürlich. Okay, ich glaube, wir müssen die zweite Siliziumquelle doch noch anschließen. Oder eher erschließen. Sonst... Ja, sieht es mit Silizium schlecht aus. Das brauchen wir jetzt für eigentlich alles, ne? Also für Beton, für Glas, für Komposit. Ja. Ach ne, wir haben ja dann quasi den Übergang da drüben. Genau. So. Also hier einmal noch eine Betonwand. Die ist auch fest. Glas. 1, 2, 3. Die Pfosten. Den einen will ich hier drüben noch fertig machen. Genau. Das hat gepasst. Da drüben auf der anderen Seite ist auch einer. So, und dann haben wir da einen. Das heißt, es muss... hier einer hin. Also wie gesagt, das ist rein für die Optik. Für was anderes mache ich das jetzt nicht. Genau. Perfekt. Dann noch eine Treppe. Nee. Wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus? Wer hat sich das denn ausgedacht? So. Mit R. Was kommt hier? Beton. Was ist denn das? Ach, das ist... Ach, das ist, damit es dann aussieht wie so ein... Ah, das ist hier so wie so Wellblech. Was machst du? Was suchst du in meinem Haus? Hau ab! Was soll das? Ich würde dann von außen natürlich gerne noch irgendwie eine Außenverkleidung machen.
das denn geht? Dass man quasi, dass man da vielleicht so diese Holzdinger dran setzt. Hau doch mal ab. Was willst du eigentlich? Ah, okay. Ich dachte, es zieht nochmal nach rechts, aber okay. Hat es nicht gemacht. Ja, dann haben wir doch schon mal eine gute Basis geschaffen. Ne? Also hier kommt man dann rein. Hier würde ich dann gern so ein... Muss ich mal gucken, wie das mit den Glastüren funktioniert. So eine Doppelglastür, so, also doppelflügelig. Wäre echt cool. Hier kommt auf jeden Fall Glas hin, sodass wir rausgucken können. Hier auch. Ja, oh, ich denke, das wird gut. Ich denke, das wird gut. Dann kommt hier noch ein Glasdach drauf. Ach, ich glaube, das wird richtig gut. Genau. Wenn ihr an dieser Folge genauso viel Spaß hattet wie ich, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir ja, hier ein bisschen weiterarbeiten, würde ich sagen. Jetzt kriege ich dich aber. Ja. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.